Und damit recht herzlich willkommen zu Project Zomboid. Erstmal ein großes Dankeschön an dich, Eule, dass du dir die Mühe gemacht hast und uns so ein richtig nices Intro sozusagen verpasst hast. Der gute Eule, der hat ein Intro erstellt für mich, für meinen Kanal und ein Outro für den Zomboid-Server. Ich werde auf jeden Fall noch Aufnahmen für den Zomboid-Server machen. So ein bisschen Werbung für diesen Server. Und wie gesagt, Leute, es lohnt sich alle Male, einmal auf diesen Server zu kommen. Es macht richtig Laune, mit den Leuten da zu spielen. Und ja, kann ich wärmstens empfehlen. Ich habe dazu auch, wenn ihr bei mir in die Playlist guckt, Project Zomboid Multiplayer Koop. Da habe ich ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Werbevideo dazu gemacht. Und ja, that's it. Ja, und des Weiteren möchte ich mich bedanken für die Abonnenten, die jetzt in der Kürze der Zeit dazugekommen sind. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Wie gesagt, ich freue mich immer wieder auf neue Gesichter, die mir hier dabei zugucken, wie ich mich so durch die Apokalypse kämpfe. Und ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Nichtsdestotrotz, im unermüdlichen Kampf gegen die Untoten setzen wir unsere Reise fort. In der letzten Folge sind wir hier an diesem herrlichen Platz von Erde hier gestoßen. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen Landwirtschaft betrieben, dass wir hier auch an frische Lebensmittel rankommen. Wir haben erst 23.10 Uhr. Ich würde sagen, wir pfeifen uns Schlaftabletten hinter, dass wir morgen ausgeruht in den Tag starten und anschließend unsere Reise eben entsprechend fortsetzen können, würde ich meinen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ermüdung. So. Da ist unsere Karre. Wir dürfen ja nicht im Haus schlafen. Schlafen wir halt hier draußen. Ja, das geht jetzt relativ zügig alles. Aber ohne Scheiß. Wo sind die ganzen Zombies hin, ey? Na, noch ein Stückchen. 23.20 Uhr haben wir. Haben wir noch irgendwas Brauchbares hier, was wir eventuell noch mitnehmen könnten? Schauen wir doch mal nach. Ich finde den Rucksack übrigens, ich finde den richtig geil. Das hat so ein bisschen berghausmäßig. Der sieht so ein bisschen berghausmäßig aus. Ohne geile Marke. Dose mit Bolognese. Her damit. Hundefutter nicht. Dose mit Ananas. Frische Zeug. Na gut, was heißt frisch? Oh, er ist müde. Das geht jetzt aber richtig schnell. Ja, wir haben doch nur zwei Dosen in den Rucksack getan. Leute, was ist los? Gut. Nichtsdestotrotz, dann versuchen wir mal zu pennen. Sieht ja hier ganz ruhig aus. Mal sehen. So, dann schlaf dich mal aus. Ihr seht, der Balken, der geht hier runter. Das ist gut. Sehr schön. Wir können aufstehen. Und ein regenreicher Tag erwartet uns. Und ich würde sagen, wir setzen unsere Reise fort. Denn wir haben ja hier auf jeden Fall noch ein bisschen, was vor. Ich würde sagen, wir fahren von nach Rosewood. Mal kurz gucken. Ich muss einmal kurz auf die Map. Ja, jetzt hier wieder zurück auf den Highway. Okay. Wartet mal einen Moment, Leute. Ich muss hier mal kurz was einstellen. So, okay. Ich habe das Motorengeräusch ein bisschen zurückgesetzt, weil, Leute, ohne Scheiß, ich nehme hier mit Headset auf, sonst fliegt mir mein Trommelfell weg. Sieht vielleicht auf dem
auf dem Fernseher oder auf dem PC, je nachdem, wo ihr meine Videos guckt, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus oder über Handy, wie auch immer. Aber mir fliegt sonst das Trommelfell weg. Und das muss natürlich auch nicht sein. So, gut. Rosewood. Ich meine, wir können ja spontan sein. Wisst ihr, was ich mich hier... Nee, wir fahren nicht nach Rosewood. Nein, machen wir nicht. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus weiter, weil ich scheiße noch eins neugierig bin, was jetzt hier hinter noch kommt. Hier geht eine Straße ab. Wir bleiben einfach mal hier drauf, okay. Alter, es regnet aber auch. Das ist richtig heftig. Muss ja die Scheinwerfer hier anmachen. Aber das sieht mehr so aus, als wenn hier so... Das ist auf jeden Fall ländlich. Ja, ja. Hier kommen wahrscheinlich nur noch Grundstücke. Nicht mehr und nicht weniger. Grundstücke und Zombies. Warte mal, du hast dich doch mit der Schaufel ausgerüstet, oder? Rüste dich mal bitte mit der Brechstange aus, dann wäre mir ein bisschen lieber. Ja, die locken wir jetzt natürlich an. Leute, ich glaube, ich stelle die Einstellungen wieder zurück. Also, ich bin ja jetzt hier mit normalen Schlürfern unterwegs. Ich denke mal, ich werde die schnellen Schlürfer wieder nehmen. Was kommt hier hinten noch? Ohne Scheiß. Das sind nämlich so Ecken, die lässt man, wie gesagt, also die ganze Map. Ich möchte schon behaupten, dass ich mich echt gut auskenne hier in dem Game. Aber so bestimmte Plätze, die hat man nie in. Die hat man noch nie angespielt. Hier auch. Hier geht's auch runter. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Das sind auch Zombies. Warte mal, machen wir bitte aus. Fighten wir eine Runde. Das ist außerdem auch nochmal für euch zu sehen, welche Spots könnte man noch so in Angriff nehmen. Ich meine, ich habe schon mal in der Vergangenheit ein Video gebracht, wo ich meine persönlichen Spots vorgestellt habe. Alter, stirbst du mal, Mann. Das ist halt nur eine Empfehlung von mir. Okay. Da kommt auch noch eine. Und Mädel, ein hübsches Kleid hast du an. Muss ich ja mal so sagen. Das betont deine Kurven und Rundungen, Leute. Kippst du mal um? Danke. Zack. Komm her, Kussmund. Alles klar. Ah, ja, ja, ja. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Was ist das denn hier? Ist das deine Zwillingsschwester? Komm her, Mädel. Ohne Scheiß, Leute. Das muss so weird sein, jemand eine Brechstange in die Fresse zu hauen. Das ist nämlich jetzt das Problem, weil wir ja in Marschwitch gestorben sind. Wir dürfen jetzt wieder von vorne anfangen. Ich sehe mal zu, dass ich... Da kommt auch eine. Echt Schiss, dass ich hier schon wieder... Aber wir leveln ja relativ zügig, das ist nämlich das Schöne. Genau, das wollte ich ja auch so. Oh Gott. Nee, komm, vergiss es, Mann. Das ist es hier echt nicht wert. Die kommen ja von allen Ecken. Komm, wir ziehen zu, dass wir Land hier gewinnen. Ich meine, was soll jetzt hier noch kommen? Guck mal, hier ist ein eingezäunter Hof.
Und dann endet hier auch die Straße. Dann sehe ich zu, dass ich Land gewinne hier. Das ist ehrlich gesagt nicht wert. Ja, ich weiß, du willst eine rauchen. Was kommt jetzt? Jetzt kommen hier nur noch Sandwege, oder wie? Oder so Trampelpfade, oder was ist das hier? Und hier endet der Weg auch und führt ins Nichts. Na, wenigstens, ich schau einfach mal. Doch, kommt Leute, ich guck einfach mal auf die Map. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Ich werde jetzt hier noch hochfahren. In der Hoffnung, dass dieser Sandweg irgendwo hinfährt. Aber, Leute, das ist unsere Nomadenstaffel hier. Wenn ihr eins gewiss ist, dann ist es die Tatsache, dass gar nichts gewiss ist. Dafür, dass wir hier am Arsch der Heide sind, muss ich ehrlich gesagt zugeben, sind hier echt verdammt viele Zombies. Wisst ihr, was jetzt wirklich ratsam wäre? Wenn wir jetzt den Kräutersammler hätten. Den bräuchten wir jetzt. Für die Nahrungssuche. Wenn du dir den Kräutersammler, wenn du dir den durchgelesen hast. Oder wartet mal, ich muss einmal kurz gucken. Ich hab manchmal ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wie sind denn unsere Naturbursche sind wir, okay. Untergewichtig. Ein bisschen außer Form. Aber wir haben keinen Kräutersammler drin. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir dürfen zusehen, dass wir den irgendwie noch im Laufe der Zeit irgendwie noch organisiert bekommen. Hier sind echt viele Zombies im Wald, Mann. Also mal eben hier anhalten und Pilze pflücken ist nicht, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, das machst du nur einmal. Ich habe, wie gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung. Die nächste Gabelung. Ich fahre mal nach rechts. Das Game ist richtig am Ausrasten. Oh, ein fetter Zombie. Ein richtig fetter Zombie. Oh, komm her. Komm her, Mutti. Kussmund, du schon wieder. Alter, wir sind hier mitten im Wald. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Aber die hat eine andere Frisur. Ist wohl nicht die Zwillingsschwester. Guckt euch das mal an. Die sind von dem Motorengeräusch. Die haben sich jetzt getriggert gefühlt. Und laufen natürlich in unsere Richtung. Und ich sehe gerade, der Wald, der nimmt wieder zu. Von der Dichte her. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Weg irgendwie schmaler wird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier rauskomme. Keine Ahnung. Ah, okay.
Das sieht schon eher nach Zivilisation aus. Leute, und ich habe noch nicht mal eine Vermutung, wo wir rauskommen könnten. Das ist das Nächste. Wenn ich mir jetzt mal so die Map angucke. Hier ist, hier ist Rosewood. Hier müsste ja theoretisch gesehen, müsste ja hier irgendwie der Highway kommen. Hier, auf der Ecke. Müssten wir eigentlich, ja doch. Das wäre das Nächste. Dass wir hier, beim Highway rauskommen. Aber dann hätten wir den Bogen auf jeden Fall auch schon mal geschlossen. Ja. Sehr schön. Also hier ist der Highway. Heißt, ich werde das jetzt so machen. Wir fahren mal wieder zurück. Ich fahre mal die andere Strecke lang. Ich will das wirklich wissen. Wo geht's hin? Was kann man machen? Eventuell. Wir sind jetzt nach rechts gefahren. Das heißt, wir fahren jetzt geradeaus weiter. So, vorsichtig. Da steht ein Zombie. Nach Rosewood können wir immer noch. Werden wir auch noch machen. So, unser Tank ist noch dreiviertel voll. Die Tankstellen funktionieren übrigens auch noch. Also ist noch alles offen. Wenn ich jetzt wieder zurückfahre, werde ich diesen Teil skippen. Mal eben überspringen. Weil den Rückweg jetzt auf den Highway müsst ihr euch nicht zwingend mit angucken. So, jetzt fahren wir quasi wieder in unbekannte Gefilde. Decken jetzt hier so peu à peu die Map auf. Boah, ich hab... Oh, scheiße, vorsichtig fahren, ey. Ich hab echt Schiss, dass ich hier gegen einen Baum fahre. Und das wäre ziemlich suboptimal. Jetzt hier in der Wildnis liegen zu bleiben. Hier ist schon wieder eine Gabelung. Lasst uns mal hier lang fahren. Da sind Zombies. Ich weiß, hier in den Wäldern ist irgendwo eine versteckte Military Base. Nur mal so am Rande. Und leider habe ich auch keinen Schimmer, wie stark die jetzt besetzt ist. Die muss ja rein theoretisch hier hinten irgendwo sein. Irgendwo hier hinten. Aber gut. Ich würde sagen, finden wir es heraus. Mach mal die Scheinwerfer auf, so stark regnet es nicht mehr. Ich sehe gerade, es könnte neblig werden. Hier geht schon wieder eine Gabelung ab. Der Weg wird schon wieder schmaler. Das zählt hier noch als Weg. Krass. Leute, ohne Scheiß... Ihr habt ja gesehen, ich habe ja schon mal ein Spezialvideo gemacht, wie sich die Natur hier in Sombeuth alles zurückerobert. Quasi, wo ich so 4 Jahre in die Zukunft gereist bin, durch den God-Mode. Dieser Weg hier, den kannst du vergessen. Ohne Scheiß. Also du könntest hier schon lang, aber zu Fuß. Mit dem Auto. Niemals. Niemals. Weil dieser Trampelpfad hier, der ist nachher komplett zu. Da wachsen Bäume mitten auf dem Weg. Was ist das hier für eine Scheiß
Freakshow, ey. Seht das schon kommen? Ich fahre mich hier irgendwo fest. Das ist hier wirklich ein scheiß Rangieren hier gerade. Okay, das sieht wieder nach Sandweg aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei The Blair Witch Project, wenn ihr mich fragt. Wow, da sind die ersten Zombies. Das geht alles noch. Hier muss doch irgendwas in der Nähe sein. Weil die stehen doch hier nicht zum Spaß in den Wäldern. Oder was meint ihr? Und man sieht, es wird doch langsam wieder Herbst. Okay, hier ist Dings hier. Hier beginnt eine Straße. Die Anzahl an Zombies nimmt zu. Ah, Leute, ich glaube, wir haben sie gefunden. Tatsache sogar. Wir haben die Military Base gefunden. Ich werde verrückt. Wollen wir uns mal um die Kundschaft kümmern hier? Ob das so gut ist? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kippst du jetzt einfach mal um, bitte, danke. Okay. Wir müssen doch ehrlich gesagt ein bisschen auf unsere Ausdauer achten. Ach du Scheiße, ja. Den haben wir gleich platt machen können. Stumpfe Waffen haben wir gelevelt. Nice. Muss bloß aufpassen, dass von hinten nichts kommt. Und uns wieder versehentlich frisst. Weil das Ding in March switcht, das war echt sinnlos. Nach wie vor sinnlos. War ich wohl ein bisschen übereifrig. Oder keine Ahnung. Hab die Zombies wohl ein bisschen unterschätzt. Aber wie gesagt, ein Fehler reicht hier aus. Einmal nicht aufgepasst und zack. Nice. Der ist auch tot. Da kommen die nächsten drei. Irgendwie reißt das nicht ab gerade. Deshalb kümmern wir uns drum. In der Hoffnung, nachher Ruhe zu haben. Ich glaube, wenn wir die Session hier hinter uns haben, reicht es aber auch erstmal mit Zombies. Dass wir uns erstmal ausruhen müssen. Ja, die kommen jetzt alle aus den Wäldern. Oh Gott, Mädel. Um dich kümmere ich mich persönlich. So ein scheiß pinkfarbener Hut. Nee, es gibt Grenzen, Leute. Es gibt echt Grenzen. Ja, die kommen jetzt von überall her. Ob das so clever war, weiß ich jetzt nicht. Hier anzuhalten. Noch halten wir durch. Mal sehen, wie lange wir da durchhalten können. Naja, sind Soldaten-Zombies hier. Scheiße, Mann. Naja, die triggern wir jetzt natürlich auch. Oh, das war knapp. Scheiße, nur eins. Das war knapp. Okay, ruhig. Oh, da kommen die nächsten. Nee. Freunde der Sonne. Das ist mir echt too much.
Komm, spring an. Nice. Pass mal auf, wir legen den Rückwärtsgang ein. Mach das bitte nicht nach, hätte ich beinahe gesagt. Ein Auto als Waffe zu nehmen, das ist wirklich der letzte Ausweg, hätte ich fast gesagt. Nur mir bleibt jetzt gerade momentan nicht viel übrig. Sie hat schon kommen. Den Wagen, den wir jetzt haben, das wird nicht unser letzter sein. Niemals. Ich meine, wenn ich hier irgendwo dieses Wohnmobil finde, dann würde ich natürlich das Wohnmobil nehmen können, weil da drinnen können wir nämlich schlafen, vernünftig. Boah. Aber wir können unsere Ausdauer generieren, das ist schon mal gut. Ja, komm. Aus damit mit der Karre, weiter geht's. Wir fighten. Alles klar, zack. Da kommt nichts. Gut, umso besser. Okay. Komm her. Der nächste, den wir eins auf die Glocke hauen. Oh, Leute, nee. Ich laufe jetzt einfach mal den Weg hoch. Wir können ja rein theoretisch sehen, können wir ja den Zombies davon spazieren. Ich drücke jetzt einfach mal auf Q und laufe den Zombies tatsächlich davon. Dann versammeln die sich nämlich alle hier oder laufen uns, besser gesagt, die laufen uns nach. Im Gänsemarsch quasi rennen die jetzt da hoch. Wir rufen noch einmal in die Richtung, dann werden die auch getriggert. Oh, ich sehe auch gerade die Folge, die geht doch schon wieder schön lange. Gut, Leute, keine Ahnung, ob ich das hier überleben werde. Wir werden sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem, Leute, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.